Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für Mittwoch, den 1.4.2020. Ja, Monatsschluss war gewesen. Mensch, hat man gar nicht gemerkt, ne? Fühlte sich anders an. Habe ich, glaube ich, sogar gestern extra im Video gesagt. Das wird ein spannender Tag. Schauen wir mal die Monatseröffnung nur an. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier so, ja, kritische Bilder rausgesucht, skeptische Bilder. Der Tag hat sich nicht gut angefühlt. Schwach, schwach, ja. So, man hat eigentlich schon damit rechnen können, dass der oben rauszieht. Hat sich da so schön über die 10.000 gelegt. Das ist aber einfach nicht über die letzten Hochs rüber. Hat weiterhin nur unseren Long-Trigger angetippt und ist den ganzen Tag zurückgerudert. So, wenn ich das jetzt so angucke, also es ist unentschlossen, ne? Muss ich mal entscheiden jetzt hier, hopp oder top. Deswegen war ich jetzt durchaus bisschen kritischer vielleicht auch als nötig in Vorbereitung auf mein Video. Als ich jetzt aber so den 2-Stunden-Chart gesehen habe, schauen Sie es mal an. Also gibt eigentlich nicht viel Grund, jetzt hier kritisch zu sein. Ne? Wir haben die Range, haben jetzt oben, klar, wir haben oben einen Dreifach-Top stehen. Und wir sind aber unten noch nicht am Trigger gewesen. Das heißt, alles einmal mit nach rechts gezogen, alles einmal mit nach rechts gezogen, aber ich sag's Ihnen echt, also ich ärgere mich jetzt schon ein bisschen, dass wir unseren Trade rausgenommen haben hier im Dienst, auf unserer Seite hier, moneymonkeys.com, Premium-Dienst, haben wir einen Long drinnen stehen gehabt heute, den wollte ich eigentlich wesentlich weiter oben schon zünden, aber wir wollten uns nach oben raus einstoppen lassen, wenn Stärke kommt. Die kam nicht halt, ne? Da hat hier nicht mitgemacht. Und dann haben wir ihn runtergezogen. Haben gesagt, okay, wenn das Niveau erreicht wird, dann aber. So kam auch nicht. Wieder neue Tiefs gekommen. Na, und dann haben wir hier unten, nachdem er an der 700 gewesen ist, haben wir gesagt, na gut, jetzt hier letzte Chance. Entweder hier oder gar nicht mehr. Und da hat es ihn dann eingestoppt. Sind wir oben raus, hier oberhalb von 39. Mit einem Teilverkauf allerdings noch. Ja. Und haben dann auf einen Stand abgesichert, der wurde dann abgeholt, aber so im Nachhinein, also wenn ich das jetzt so sehe, ärgert es mich schon fast, weil Stopp wäre, also Stopp lag hier drunter, ne, der wäre nicht gekommen unter der 700, zumindest ist jetzt noch nicht. Auf der anderen Seite, nee, was heißt ärgern? Es sieht so aus, wie als kommt ein Aufwärtsgap. Es sieht so aus, also wenn ich das sehe, sieht es aus, wie als kommt ein Aufwärtsgap an die 10.000 vielleicht sogar, an die 9, also ich würde schon denken, über 9,59. So wie der steht, so wie die Bewegung hier. Sehen Sie das, wie strukturiert der hochgestoßen ist und wie viel Farbenwechsel der in der Abwärtsbewegung hier drin hat? Ne? Rot, grün, rot, grün, rot, grün. Und so abflacht zur Seite. Das ist eigentlich typisch für jetzt lange grüne Kerze. Und deswegen ärgert es. Ja, nein. Ist es ein bisschen schade, vielleicht, dass wir hier rissen. Aber wir haben auch noch einen anderen, oder einen anderen Trade noch drin stehen. Will man nicht zu viel verraten. Noch nicht zu früh loben, die Kiste. Der hat zwar auch schon seinen Teilverkauf gemacht, aber der musste noch nicht raus. Der hat ein bisschen mehr Vorlauf. Gucken wir mal, was das noch wird. Ja, wie gesagt, also, ne, also wenn ich da jetzt hier drauf gucke, würde ich sagen, nächste Kerze, lange grüne. Könnte man, wenn die lange grüne kommt, Long rein, Stopp hier drunter werfen. So von dem Bewegungsmuster. Auch wenn das auf kleineren Zeiteinheiten kommt, würde ich das schon so handeln wollen. Aber die grüne muss kommen. Na, also wenn jetzt hier ein Schub kommt, fände ich das ein guter Impulsgeber, um dann vielleicht mal oben diesen Dreifachboden, dieses Dreifachtop auszuheben. Nichtsdestotrotz ist es aber eine klare Ansage da oben. Ne, auch was Short Squeeze angeht und so weiter, ist eine klare Ansage, dass hier Verkäufer Stellung beziehen an der 10.000 halt. Ne? Aber man muss auch immer dran denken, ja, da verkaufen jetzt relativ viele Leute. Was machen die, wenn der Markt drüber springt über ihr Niveau halt? Ne? Dann müssen die ja raus aus ihren Shorts. Bringt wieder Druck rein. Ansonsten, die gleitenden Durchschnitte, die kommen jetzt hier auf die 300 zusammen. Damit kommt wieder viel mehr Bedeutung auf diese 10.300, weil dort nehme ich jetzt das Gap zusammenkommt mit den kleinen Durchschnitten hier, mit den 200ern. Also wird die 300 wichtiger. Das, was wir gestern schon auf 430 gezogen haben. Von dort vielleicht nochmal zurück auf die 10.000 und weiter, wenn er oben rausgeht. Wenn er oben rausgeht. Wenn er oben rausgeht. Er muss den Impuls bringen. Haben wir die ganzen letzten Tage schon gesagt. Es muss dann aber bitte auch mal kommen halt, ne? Sonst nützt das nichts. Macht er das nämlich nicht, haben wir einen Dreifachtop stehen. Dann wird es wichtig, was macht die unten? Macht er uns jetzt hier einen Dreifachboden hin und steigt dann wieder nach oben? Bleibt alles offen. Aber geht er hier unten drunter, dann ist das eine abgeschlossene Topformation im kurzfristigen Bereich, die uns durchaus
richtig nochmal in die Suppe spucken kann. Und damit sind wir schon bei 8.800 und tiefer. Na, also das Ding, so ein Dreifach-Top, das kann man jetzt auch nicht ganz kleinreden. Ne? Also das ist eine Ansage. Der Markt ist nicht drüber gekommen. In drei Anläufen nicht über die 10.000 gekommen. Das ist schon markant. Und das ist kein Zeichen von Stärke erstmal. Zeichen von Stärke ist es, wenn er immer wieder an dieses Niveau rankommt und dann drüber platzt. Aber wenn er immer nur davon wegfällt und dann unter die vorherigen Tiefs wegbricht, dann ist es Schwäche. Dann ist es Schwäche und dann muss man auch hauen halt. Ne? Dann muss man hier reingehen. Deswegen, ich gebe ihm jetzt hier mal noch ein bisschen Platz. Also wie gesagt, kommt eine grüne lange Kerze gleich am Anfang. Eine lange grüne Kerze rein. Wäre für mich nach oben raus alles offen. Kommt keine grüne Kerze, läuft unser DAX unterhalb der 9.700, bitte mal nach unten ein bisschen Schwung einplanen, ein bisschen Platz geben. Die 550 ist interessant, die 485 ist interessant, ne? Das sind jetzt hier ist eine schöne Anlaufstation, 550, 485. Und darunter wird es extrem wackelig, ne? Weil dann probiert er hier diesen Doppelboden, den da, Nummer 1 tief, Nummer 2 tief, würde wahrscheinlich hier auch einen Dreifachboden probieren, einfach nur, um es mal gemacht zu haben. Und wenn er da aber drunter geht, geht es nach unten auf. Ne? Haben wir jetzt oft genug besprochen. Damit kann ich im Grunde genommen das Video zumachen, weil unveränderte Lage zum Vortag. Also wir müssen oben raus. Oder eben unten. Dazwischen ist Range. Mir gefällt, dass er relativ langsam runtergekommen ist, im Gegensatz zu der Bewegung, wie er hochgekommen ist. Das könnte dafür sprechen, dass er hier nach oben anzieht, dass er nach oben ein bisschen Punch reinbringt. Aber der muss kommen. Das ist jetzt kein Grund, um jetzt long zu gehen, sondern wenn der grüne Punch kommt. Ne? Um dann vielleicht einfach mitzugehen. Aber muss kommen. Es muss. Der muss über 59 jetzt hier wieder. 900 würde sogar gar nicht reichen. Im Premium-Dienst haben wir vor einer halben Stunde noch geschrieben. Ne, nee, ach, das ist schon wieder länger her. Fast vor einer Stunde. Vor einer Stunde noch geschrieben, die 900 muss wieder eingenommen werden, um bullische Signale zu zeigen. Auf der Ebene muss ich klar sagen, die 950 muss es werden. Ne, über 950 kann man eigentlich schon damit rechnen, dass er durchspringt durch die 10.000 dann. Ne, und dann auch richtig Stress da rein macht. Bis 300, bis 300. Das erste Anlaufstation. Gap Close hier und gleitende Durchschnitte 334 wäre meine erste Anlaufstation. Ja, dann will ich Sie nicht länger aufhalten vom Feierabend oder vom Arbeitstag, je nachdem, wann Sie das Video gucken. Und da können wir im Grunde genommen auch schon zumachen. Ja, dann viel Erfolg. War mal ein kurzes Video. Tschö.